Aber beim nächsten Mal werde ich jetzt nicht alle deployen. Ich wollte jetzt eigentlich nur ein paar Gespräche und so sehen, ne? Weil so thematisch passt, ne? Beim nächsten Mal machen wir wahrscheinlich Mars Nebenquests. Von daher bauen die jetzt nicht unbedingt mit von der Partie sein. Wen triffst du da gerade? Achso, ja. Anstatt jemanden einzufrieren, gehst du lieber auf den los. So. Die werden nicht aufhören zu kommen, ne? Okay, ist aber okay. Weil wir können uns gleich näher dahin bewegen. Weil ich muss ja erstmal ihn ja wegpacken, ne? Weil das Ziel ist ja immer erst, die Gegner wegzupusten, die von Anfang an schon dabei waren, ne? Weil die tun nicht nachrücken, ne? Nur die Verstärkungstruppen, die tun ja nachrücken, ne? Die Verstärkungstruppen, die kann man sich ja später kümmern. Aber hier so ein Drache tut ja nicht die ganze Zeit nachspawnen. Das ist immer so die Logik im Fire Emblem, ne? Muss ich immer erst um die Leute kümmern, die nachrücken und die nicht nachrücken. Die Gegner, die nachrücken, ist klar, die kommen immer wieder, ne? Aber jetzt, wo ich den Drachen erledigt habe, wird jetzt jede Nachrückung einfacher. Ah, die zwei kommen jetzt jedes Mal. Oh, okay. Aber jetzt habe ich nur noch die zwei. Und keine anderen nervigen Einheiten mehr. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ihr versteht schon, was ich meine. Hab ich überhaupt schon irgendein Emblem eingesetzt, außer das von Ike? Madeline? Von Merlin? So. Das ist manchmal so frustrierend, ne? Packen wir dich hier hin. Mach du den platt, du bist kurz vorm Level ab. Ich wollte heute eigentlich gar nicht aufnehmen, ne? Weil ich am Morgen einen Stream angekündigt habe für Genshin, den ich machen muss, weil ich schon wieder irgendwie Mist gebaut habe. Ich bin schon wieder irgendwie in so eine Quest reingelaufen. Jetzt kann ich irgendwie nicht in diese blöde Kanne rein, die ich letztens freigeschaltet habe. Das ist zum Kotzen. Ich wollte schon schön hier meine Insel hier so dekorieren und so, weiß nicht. Das ist ja auch wieder so eine Sache, die irgendwie ja jeden Tag irgendwie, da kannst du irgendwie nur bestimmte Sachen machen und so, ne? Und wie jedes Möbelstück, was du da erstellen musst, da braucht irgendwie, weiß ich nicht, 14 Stunden oder so, ne? Und ich kann das jetzt nicht betreten, weil ich irgendwie so eine blöde Quest gerade aktiviert habe. Und ich kann jetzt wortwörtlich nicht mehr in die Kanne rein, weil wie jedes Mal ich die Nachricht bekomme, oh, du musst jetzt diese Quest erledigen, weil dieser Typ, ich merke gerade, er ist ganz schön gefährlich. Oh, aber du wirst ihn nicht erledigen, ne? Du wirst ihn nicht erledigen. 34, ja. Yeah. Ah, da will wir tun. Ja, ich kann nicht meine blöde Kanne rein, weil ich so in so eine blöden Nebenquest reingerannt bin. Und bei Genshin ist das ja immer so, wenn irgendwie ein NPC oder so irgendwie mit einem bestimmten anderen Quest irgendwie was zu tun hat, dann kann dieser Charakter halt nicht irgendwie in dieser Quest vorkommen, weil er ja irgendwie irgendwo anders auf der Welt gerade ist, ne? Was ich irgendwie voll schwachsinnig finde. Warum kann platziert die einfach an beiden Stellen? Ist doch vollkommen egal. Ist jetzt nicht so, als könnte man an zwei Ecken in der Welt gleichzeitig sein. Dann existieren irgendwie derselbe Charakter zweimal irgendwo auf der Welt. Ist doch egal, Mann.
Dann existiert halt der Charakter in dieser Stadt und in dieser Stadt. Ist jetzt nicht so, als könnte man das überprüfen wollen. Ist jetzt nicht so, als könnte man an zwei Orten gleichzeitig sein, um das zu überprüfen. So, oh Gott. Ouch. Okay. Ja, aber mehr dazu in ein paar Stunden. Falls ihr diesen Part gerade schaut, mehr dazu in ungefähr 2 Stunden oder 1 Stunde, wenn der Stream anfängt am Montag, falls ich dieses Video ja noch am Montag raushauen kann. Okay, ah, sie steckt schon wieder fest. Okay, schießt ja ganz an der gleichen Stelle. Kommen da immer die gleichen Leute gerade? Ich mache dich noch 100 Mal platt, wenn das sein muss. Oh nein. So. Ah, Flucht der Leere. Gegner gegen die Einheiten kämpfen halten. Keine Erfahrungspunkte. Cool. Das heißt, wir müssen weiter, weil sonst kommen hier unendlich Gegner und ich komme hier nicht durch. Okay, keine Erfahrungspunkte. Hm, es verschwendete Zeit. Und wenn solche Gegner anfangen zu spawnen, dann weiß man schon irgendwie, die werden unendlich kommen. Ja, der gibt auch keine Erfahrungspunkte. Ja, okay, spätestens wenn solche Charaktere, ja. So, was war hier? Ich bin zwar ein Tänzer, aber... Spätestens wenn solche Charaktere anfangen zu spawnen, ne? Dann weiß man auf jeden Fall, dass die unendlich spawnen. Theorette. So, wir müssen jetzt nach hier hin. So, wir gehen jetzt alle nach links. Wenn die Gegner ruhig kommen. Mein Gott. Das ist ein klares Anzeichen dafür, dass die Gegner unendlich kommen jetzt. So, ich kann mich sowieso nicht bewegen, von daher. Also der Ausgleich von dem Spiel, ne? So im Sinne von, oh, du denkst, du kannst hier unendlich grinden? Ne, 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 ne. Ich schalte einfach die Erfahrungspunkte von den Gegnern hier aus. Puh. Jetzt versuch mal zu leveln, ne? Also die Kompensation, ne? Dafür das. Hm. Ah, ich bin mir ziemlich sicher, du lebst dann. Aber das ist ein Anzeichen dafür, dass die Gegner jetzt unendlich spawnen, ne? Weil jetzt hat das Spiel keinen Grund, jetzt hier nicht die Gegner unendlich spawnen zu lassen. Hm. 90%, klar. Oh, what? Oh Gott. So, sie ist aber nicht voll AP. Cool. Okay, du kannst nicht ihn erledigen. Cool. Du kannst den Weg blockieren. Wenn ich dich mit Donner erreichen würde. Gibt es einfach nicht. Wie kann man denn immer genau um 1 HP hier? Aber du hast Purgativ. Sag das doch mal. Jetzt schön hier ein Purgativ dahin wechseln. Ah, das ist aber nicht genug, sehe ich gerade. Okay. Aber eine Menge Erfahrungspunkte. Level 15, hallo. Okay, dann warte, warte. Warum kannst du nicht darüber fliegen? Okay, flieg da nicht rüber. Ja, ich mal ein paar Animationen skippen, ne? Nichts dagegen, oder?
So, Kommando nach links bitte. So, geht vor, folgt mir. So. Selbstzerstörung, was? Entschuldige, was war das? Selbstzerstörung. So. Aber alles, was ich eigentlich brauche, ist hier immer überall irgendeine Person, die hier immer irgendwie, weil nicht irgendwas ablocken kann. Ah. Ja. Ne, entschuldige, ich muss mal kurz zurückgehen. Ich, was war das gerade? Selbstzerstörung. Was? So, du wirst das ja wohl aushalten, kurz, ne? So, eins im Angriff von dem Typen wirst du ja aushalten, ne? Treff ihn auch bitte. Nein. Ah. Dann machen wir die ganze Phase noch mal neu. Ein bisschen vorgespult hier bitte. Machen wir den ja. Nicht so hat er sich jetzt selbst zerstört. Ja, noch schöner, ja. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was ändern wird, aber irgendwie ändert ja nichts an der Situation. Reicht von was? 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Der ärgert sich gleich wieder in der Luft. Was? Ich habe gerade getroffen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja, da müsste ich doch von hier auch treffen. 1, 2, 3, 4, 5.
Aber du hast kein Progativ. Boah. So, du bist ja den Angriff ja aushalten. Ne? Ich habe gar nicht überprüft. Das pass auf, die wird schon wieder dich treffen, ne? Okay. So, jetzt habe ich da einen blöden Schützen, ne? So, der gibt noch Erfahrungspunkte. Sag mal, wir. So, von dem haben wir jetzt weg. Mein Gott. Ach. So, jetzt wo die Gegner ja unendlich kommen, müssen wir halt Gas geben. Null. Nicht getroffen. Chance, ne? Das ist eigentlich voll einfach hier. Wir sind eigentlich nur Charaktere an bestimmten Orten hier platzieren. Boah, weil von allen Gegnern, ne, müssen natürlich solche hier unendlich noch spawnen, ne? Da kommt jetzt jeden Zug lang einer. Oh mein Gott, ich krieg hier, oh, ich krieg hier einen Anfall. Ja. Soll nicht bewegen. Okay, da gibt noch Erfahrungspunkte. Ja, irgendwie tun wir gar nicht heilen hier mit John. Die ganze Zeit hier noch kloppen. So, den kriegen wir auch nicht down. Ist okay. So, jetzt kann er sich ruhig in die Luft jagen, weil immer keine Erfahrungspunkte mehr fliegen. Das waren zwei Feldern. Okay. Nein, doch nicht. So, kann ich dich erledigen. Drei. Vier. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3. So. Okay. Jetzt sind wir schon mal im Nervenbereich von diesem Kapitel, ja. So, wir müssen allerdings. Falls ihr es nicht gemerkt habt, ne? Ziemlich nervig gerade, ja? Aber hey, wir haben eine Menge Erfahrungspunkte bekommen, das ist auch was wert, ne? So, Leute. Nein, ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. So. Gut, da ist die Situation mit dem einfacher hier. Ich will gleich hier. Rip. So. Ha. Jetzt versucht die mal zu treffen. Das ist genau wie die Sidequest von Camilla.
Leute haben die angeblich gehasst. Das stimmt, ja. Das ist selber Grund wie hierfür, ne? Weil die Gegner unendlich spawnen. Oh Mann. Okay, solange mich diese blöden Typen nicht die ganze Zeit einfrieren, ist eigentlich alles okay, ne? Hat sie aber definitiv alle machen werden, ne? So, kriege ich eigentlich für irgendjemanden neue Erfahrungspunkte, außer für die beiden? Weil sonst ist irgendwie ganz klar, was ich hier mache, ne? Ja, mit vor mich auch treffen, ne? Ja. So, er war jetzt der Einzige, der noch Erfahrungspunkte gegeben hat, ne? Oh Mann, ehrlich. So. Okay, cool. Ja, die sind die einzigen, die noch Erfahrungspunkte geben. Das alles, was ich machen muss, ist jetzt die zu erledigen. Aber Problem ist, sie kommen die ganze Zeit mit ihrem blöden, Einfrieren und so, ne? Wir wenigstens kriegen noch Support-Punkte, ne? Also auch was wert. So, mach ihn bitte platt. Danke. So, alles, was ich jetzt machen muss, ist, ne? Wo ist er? Wo ist er? Hier. Perfekt. Dreimal dürfte raten, wie ich den Kampf da einleiten werde, ne? Das ist kein großes Geheimnis. Ich werde ihn einfach vom Weiten abschließen. Problem ist, ich will ja mit einigen Leuten ja so Konversationen auslösen, ne? Kann ich sie einfach anlocken mit irgendjemanden? 26 Voran 6. Wer hat überhaupt Corin? Ja, müssen die mit Einfrieren hier auftauchen? Jetzt ganz ehrlich, Einfrieren ist genau das, was mir alles ruinieren könnte. Oh nein. Oh, ich wollte schon sagen, wird hier jemand getroffen. Gegner Phase. Cool, stehst da genau richtig. So, ich muss irgendjemand da oben hinschicken, der sich um die beiden blöden Flieger da kümmert. Sonst gehen die mir auf den Nerven. So, ich bezweifle, dass es so einfach sein wird. Im Sinne von, na, no, wir können einfach sie herauslocken, ne? Den ja. Immer so aus dem Interesse her, ne? Ich würde lachen, wenn wir sie irgendwie. Pff. Cool. So. Okay. Gut zu wissen.
So, ich glaube aber nicht, dass wir mit denen irgendwie zum Gespräch hier ein Gespräch erschaffen. Verdammter Dreck, erreicht mich hier. Ist klar, die holen mich natürlich irgendwann ein, ne? Oh, Veronika, nicht wichtig. Ah, 34, das sind 8 Schaden. Ja, da muss ich um die kümmern hier. Also was hier? Kommt ja niemand dran, ehrlich, danke. Hasse diese Situation gerade. Erstmal müssen wir natürlich wieder gucken, ob links angelockt werden kann, ne? Hast du eine Silberaxt? Wo ist Corin? Wer hat hier Corin? Du hast Corin. Ah, oh, ich habe mich gerade nach unten bewegt. So, erstmal muss ich gucken, wie sich wieder die beiden verhalten. Ne? Könnte mal diesen Stein da kaputt machen. Ich komme da nicht durch. Aber kommt die überhaupt da durch? Nö. Irgendwie kann fliegende Einheit nicht da durchkommen. Gut zu wissen. Wer trifft mich denn dann von hier? Niemand. Ah. So, mal gucken, was passiert. Kommt sie auf uns los? Bezweifle es. Wenn nicht, dann schieße ich sie voll mit dem Pfeil ab. Da kommt sie. Genjutsu? Ich weiß, Genjutsu bin halt irgendwie so Manipulation oder Illusion, ich weiß. Ich habe die Musik vermisst. So, die Frage ist, bewegt sich Chris? Okay. Ich glaube, Chris bleibt stehen. Okay, ich meine, sie ist sicher da. Ne, Chris bewegt sich auch. Oh, er setzt seinen Stab ein. So, wie mache ich das? Genau die. Das ist ein bisschen unfair. Wir können ja blöde Dinger noch benutzen, wenn. Wir können ihn dann das blöde Ding noch festhalten. So, und ja, cool. Ich meine 29. 43, ich meine. Na. Wie kannst du sie denn bitte schon erreichen? Bereit? Ah. Da kippst du nicht.
Boah. Aber du kommst ja nicht durch, ne? Weil du kannst ja irgendwie nicht hier rüber fliegen aus irgendeinem Grund. So, ich muss mir kurz weg. Weil er muss ja auch da zum Unterhalten hängen. So, aber ich habe dir kein Dings gegeben, sehe ich gerade. So, ihr beiden werdet aber keine Gespräche mit denen haben, ne? So, ich kann ich euch schön hier unten lassen. Aber ich brauche ihn ja da oben. Andrea meine ich. Also sie kommt gar nicht da vorbei, sich. So, solange ich hier eigentlich alles abblocke mit ihm, ne? Damit mit dem Gesprächen wird ja nichts. Naja, mit dem Gesprächen wird das ja nicht. Das ist viel zu viel Schaden, ja. Damit kann sie ja nicht doppeln, ne? Weil solange eigentlich jeder hier voll AP ist, ist das eigentlich okay. Ich bin auch her. Oh. Ah, Celestia, ne, nicht Celestia. Zephyr müsste mal ein bisschen hier runterkommen, ne? Warum müssen jetzt einfrierende Leute sein? So, der macht gleich das Ding kaputt, ne? Das heißt, da komme ich jetzt gleich auch vor der Füße. Da so, mir fällt jetzt nur eine Lösung gerade ein, ne? Die ist folgende. Weil sie müssen natürlich ausgerechnet sie ja gerade festnageln, ne? So, dann gehen wir hier hin. Wir müssen Celestia mal ein bisschen nach unten locken, damit sie in Reichweite von links ist. So, natürlich triffst du sie noch, ey. 38, 46. Sie nimmt viel zu viel Schaden. Ich weiß nicht mal, ob wir diese Situation hier überleben. Es gibt das hier noch kaputt. Ah. So, jetzt müssen wir nur noch richtig anstellen hier. Daneben. Boah. Na, Butcher und du können wir nicht haben, die Leute. So.
Gott. Ah, ich habe noch Korn ausgerüstet. Cool. Ah, wir sind tot. Celestia ist tot wahrscheinlich. Danke. Ah, komm schon, Mann. Ah, es ist die einzige, die ja. Hm. Und sie habe ich wieder am Anfang. Nee. So. Und ich habe sie noch nicht mal irgendwie platziert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mag Einfrier. Stäbe nicht. Jetzt so schlossen. So, wenn wir hier sind, sind wir in einer sehr viel besseren Position, habe ich gesagt, für. Verdammt! Ich war noch mein Heilstab, Mann. Boah. Boah. So. So, weil wir hier sind, glaube ich, alles viel einfacher. So. Komm her, du Stück. Wenn ich alle Gespräche kriegen, dann mal Pech gehabt, ne? Ich glaube nicht, dass ich mit allen Charakteren auf sie draufhauen kann. Und die hat überlebt auch. Oh mein Gott, echt? Oh nee, ne? Okay, das ist gut. Okay, ich wollte schon sagen, so viel Schaden mit der wohl nicht machen. Oder doppeln oder irgendwie so. Ah, jetzt haben wir es, glaube ich. So. Also würde ich nur irgendwie versuchen, die alle anzugreifen, ohne irgendwie zu verrecken. Und ja, genau. 16%.
Ich will einfach so versuchen, so viele Gespräche wie möglich zu noch zu sehen. Was hat die Item davon? Was hat der Bild ab? Von dem Bluthunden-Thema? Warum redest du denn die ganze Zeit nur von Töten, Vale? Ja, jetzt beginnt das Ding, ja. Ja, so klasse. Sag schon tausendmal, aber ich finde das Lied klasse. So. Ja, ich muss mit Corin, aber ich werde, wenn ich Glück habe, sie vielleicht erledigt. So, solange ich Chris eigentlich festhalte, ne? Ist eigentlich alles okay. Ah, du machst 11 Schaden. So, ich tue mal meinen Schärfen. Okay, cool. Ich kann sie nicht bewegen. Soll ich mal den ganzen anderen Charakter hier benutzen, ne? Wenn ich um die kleinen Reste hier kümmern. So einen kleinen Dialog. Ah, nein, nix, okay. Er ist gedacht, hier folgt irgendwie was. Angreifst 58, dann überlebt sie. So, ich muss euch mal beide festhalten, habe ich so Gefühl. Ich würde schon die Dialoge alle sehen, ne? Ich habe die Leute hier extra hochtrainiert. Niemand hier Steppen einschlagen, ne? Jetzt sowieso nicht mehr. Erstmal die Leute hier alle puttauen.
Zack. Oh, sehr gut. Sehr gut. Danke mal, wir. Lass mal die Kleinigkeiten hier erledigen. Okay. Muss treffen, meine ich. So, ich glaube, da oben sind keine mehr gekommen. Ne? Das erste. Vielleicht kommen die auch gar nicht mehr, wenn ich die getriggert habe. Ich weiß es nicht. Ne, da sind welche. Verdammt. Aber egal. So. Jetzt hier aus. Next, okay. Komm. Aber warum machst du so wenig Schaden? 39? Ja, ich will mal sehen. Aber wie sieht es mit euch beiden aus? Okay. Ja, kann man machen. Hm. Da kann ich doch gar nicht treffen, ne? Ja, weil er da steht. さすがじゃ竜の巫女さま。殺しても死なねえとは恐れ入らず。私に真実を告げてくれたのですから。仕方してのやり方は許せませんが、一つだけ聞かせてください。セピアに脅されているというわけではないのですか。 ふざけてんのか。俺は自分自身の意思でここにいる。そうですか。お優しいことだな。俺はありがたくもお慈悲をかけていただいたのか。だがその問いでお前は俺とセピアを愚弄した。許さねえ許さねえ許さねえ。全ての痛みを味わわせて今度こそ殺してやる。 Oh Gott, da kann ich doppelt. Stimmt. Naja, oh geht auf sie los, genau. Oh, mich weggepustet. Ja, die Axtkämpfer, die sind jetzt kein Problem. Ja, allerdings. Danke.
So, ich glaube, ich muss ihn den Zug schon erledigen. Ja, weil das wird ja ganz nervig gerade. Wenn ich dann halt nicht alle Dinger bekomme, was soll's. Wie ist mit dir aus? Ne, die beiden Drachen. Also Nella hat auf jeden Fall keine Kommunikation mit irgendjemanden. Dann nehme ich jetzt mal ein ganz stark anderer Fall auch nicht. So, ich muss mich erstmal wieder festhalten. Ich finde seinen Charakter ehrlich gesagt voll interessant, auch wenn da nicht viel an Erklärung ist, warum er so ist. Brauche ich auch nicht, ganz ehrlich. Also irgendwie so die Charaktere, irgendwie die mich meistens interessieren. Der hat irgendwie was von Sync aus Tales of the Abyss, mein Lieblingscharakter aus dem Spiel. Was irgendwie ironisch ist, weil vom Design her sieht er gar nicht so unterschiedlich aus. Er hat auch so dunkelgrüne Haare. Und denn seine Motivation ist auch, halt, der will einfach alles kaputt machen. Der tut sich mit den Hauptbösewicht zusammen einfach nur irgendwie, weiß ich. Einfach nur so aus Spaß, mehr oder weniger. Damit er halt Zeug kaputt machen kann, ne? So, wie sieht's denn hier mit aus? Wie stark Gregory ihm vielleicht ist. Ja, was das angeht. Alter. Wie bist denn du drauf? Nein. Alter, nein. Wie bist denn du drauf? Irgendwie schon. Okay. Also am Anfang habe ich erst so nachgedacht, warum kann der das denn nicht?
Warum komme ich ja nicht mehr weg? Dann, ah ja, das macht natürlich Sinn, weil ich tot bin dann. So. So viele Konversationen, ja. Also, der Typ wird irgendwie bei Streamern sehr erfolgreich sein. Bei dem einige Witze zu machen ist irgendwie sehr einfach. Erstes Level up von Bail. No. Was? Sie hat gar nichts gesagt. Wegen diesem Kampf hier oder? Oh, sie wird ihn sowas von wegboosten. So, habe ich jetzt mit ihr eigentlich ihn angegriffen? Ja, ne? Mit wen habe ich den noch nicht angegriffen? Mauvier. Die habe ich gerade angegriffen, ne? Ja. Ist nicht ein Magiestein? Nee, anscheinend nicht, ne? So. Also, keine Ahnung. Celeste hatte irgendwie nichts mit ihm, ne? Aber. Oh, sieht aber bunt aus. Nicht aufpassen, ne? Ich werde da genug Züge haben ja noch, ne? So, was passiert hier? Ich will aber irgendwie mit ihr diese vier erledigen, so als Ausgleich irgendwie. Oh, nix, ehrlich, kein so. Ey, warte mal, ich habe dich gerade getötet. Chris irgendwie noch Unterhaltung hat, ne? Er, sie, Mauvier, Chris selber, ne? Ja, wenn er allein hat, dann ja, dann nicht. Ich nehme jetzt an, nicht, aber ich muss mit ihm erledigen, ne? Geht halt nicht anders. Weil mit wem sonst, ne? Warte, du verstehst nicht. Ich bin du. No, bleib liegen.
Hey, warte mal, das gefällt mir doch nicht. So, er hat immer noch keine Geschwindigkeit. Hat er jetzt eigentlich? Er hatte 20 Geschwindigkeit, ne? Okay, warte mal. Ich meine, er mag ja Schmerzen, ne? Von daher. Mal kurz gucken. Er hatte auch 15? Er hatte 20. Okay. So, ich muss nur mal checken. Da noch mal. Oh. Ich meine, er mag ja Schmerzen, ne? Von daher habe ich ihm Gefallen getan gerade. So, die gehen wir mal direkt Nova. Okay. So. Wer operiert das Ding eigentlich noch? So, oh, warte mal. Ich glaube, das ist nicht gut. Weil dürfte eigentlich niemand hier sterben, ne? Okay. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht kretten. Danke. Ich komme immer noch. So, mit wem haben wir ihn ja noch nicht? Die haben wir noch nicht, ne? Weil du machst sie vielleicht fertig. Ich muss einfach gucken. Ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn die beiden keine Unterhaltung hätten. Aha. Irgendwas, was nicht kritten kann, bitte. Alter, sie macht sie fertig. Wenn sie sie krittet, ne? Sie bitte mal nicht treffen damit, nicht kritten damit. Egal. Gar nichts, ehrlich. Komm schon. Und Charakter extra hier hoch trainiert. Ich bin kurz beim Level ab, von daher. Weiß nicht, ob das reicht. Nein. Da wird der letzte Zug sein, ne? Ich reicht das nicht. Ah, ich habe mir mit den DLC-Charakteren ein paar mehr Sachen hier vorgestellt. Sachen Unterhaltung. Ja, wieso macht er sie fertig? Na gut. Geht da nicht anders, ne? Weil wir haben schon eine Menge hier rausgeholt. Dann machen wir noch einmal den hier. Uff.
Wie viel waren da? 10? Das gibt es jetzt nicht. Warte mal, ich habe nur 3 gezählt. So, du gibst mir jetzt ein Level up, verdammt nochmal. Ist auch nicht zweimal krippen. Danke. Danke. Level 18. Hm. Noch keine Werte maximiert hier. Ich ja jeden Krümmel an Erfahrungspunkte noch irgendwie versuche rauszuholen, ne? Lasst mich, okay. Na gut. Ich meine, mit wem müssen wir hier erledigen? Mit sie offensichtlich, ne? Ich habe ein paar mehr Interaktionen irgendwie gedacht, werden hier so zwischen Rafal und Nell und so, ne? Aber geht wohl nicht. Aber komm. Genug Zeit hier vertrödelt. Da sind nur alle am Leben, ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ach, komm mal her. Ich meine, natürlich müssen wir mit ihr erledigen. Ja, okay, die sind jetzt durch Coin hier runtergeballert, aber trotzdem, das ist schon ein Unterschied so an Schaden. Aber ich habe echt gedacht, so von Madeleine und werden irgendwie auch so ein paar Unterhaltungen. Aber ich weiß, dass es von Madeleine und Mani ein Gespräch gibt, ne? Ja, da hätte ich das früher spielen müssen, der DLC. Also jetzt. Cool. Das waren nur 27 Züge. Okay, wow, das hat natürlich wieder voll lang gedauert, weil ich mir voll Zeit gelassen habe, aber was soll's. Nope. Vorkampf. Oh Gott, geht der direkt weiter? Oh. あ、あなた方の勝ちですわ。ソンブル様、申し訳ございません。勝負ありましたね。私たちは先に行きます。さよなら、セピア、グリン。今度はお別れが言えてよかった。 So, das war ne. Dem Grini war mo. Kikoete imasen. Mekode watashima tsutaete okimasu kara. Anshin shite kudasai na. Wakatta wa. Saigo ni. Hitotsu dake chūkoku. Kono mama da to tsugi no ryūmon wa koasemasen wa yo. Douyu koto? Also du hättest uns doch gar nicht sagen müssen, ne? Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. やけに弱く遠くにあると思っていたの。まさか浮上せず取り残されていただなんて。一体どうすれば。簡単なことですわ。地形を変化させればいいんです。これをお持ちくださいな。龍門のある場所を浮上させる魔法具です。魔法具？どうしてセピアがそんなものを。
我が種族である魔竜族は魔の力を持つ竜。自身の力で魔法を作れますの。とはいえ普通はお守り程度のものですけれど、強大な効力の魔法を作れば寿命を削ることとなる。地形を変化させるだなんてそんなものまず無事ではいられない。セピオ、まさか。お察しの通り、 これは私の命と引き換えです。運が良かったですわね、神竜様、ベイル様。魔竜族であれどこれほどのものを作れるのは私ぐらいしかいませんのよ。私は幼い頃からそれはとんでもないほどの魔力を持っていましたの。ある時に暴走し、父も母も仲間も みんな私が死なせてしまいましたけれど、まあ全て昔のことです。そういうわけでこの魔法具をお使いください。どうしてこんなこと。わかりません、自分でも。ただ最後だと思ったらこうした方がいいような気がしましたの。魔法具の効果は数刻程度ですので、 Ich will aber erst in 3-4 Tagen aufnehmen. あなたを許すことだって最後だからですわ。もう取り返しがつかないから、これっきりだから。優しくできるんですの。最初にそうしてくれたら許せた。共に戦えた。寝言を言わないでください。Celeste hat einfach nur irgendeinen Grund. Schwachsinnig. Habe ich nicht recht, Gregory? みんなで素潜りの練習でもしていますわ。その方がお望みでしたかしら。セピオ、私はやっぱりあなたのことわからないわ。それで結構。理解不能なもののことなど忘れてくださいな。 いつまでも覚えていられるなんて、そんなの気味が悪いじゃないですか。そうね。でもこの先パパを止めて平和が来て何百年何千年経ってもあなたのこと忘れてなんかあげない。困った方、話は終わりです。 さっさと行ってください。それとも無様まに死ぬところまで見ないと安心できませんかしら。行きましょう、ベイル。そうそう、最後くらいはきれいさっぱりと行きましょう。さようなら、ベイル様。そして新たなる紋章師。さようなら。Okay. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen. Ich traue dem schon wieder nicht. Wir haben nicht gesehen, wie sie gestorben ist. Okay. Ah ja, was für ein entspannter Ort hier. Wenn hier irgendwo Tiere sind, ne? Oh, ein Lavadrache, den nehme ich mit. So, na, MVP.
Warum gibt er mir nur 50 jetzt? Ich hätte 3-4 Level irgendwie bekommen. So. Ich denke mal gegen Sombron werden die beiden irgendwie ein paar Dialoge haben, ne? So Fall und Nell. Ich sollte mir vielleicht irgendwie anschauen, wie der nächste Kampf aussieht, ne? Damit ich irgendwie weiß, wen ich da reinpacken kann, ne? Im nächsten Kampf. Bevor ich jetzt hier anfange, alle Leute irgendwie vorzubereiten. Vielleicht eine gute Idee, ne? Das sollte ich in nächster Zeit jetzt mal machen. So am Ende des Projekts. Also perfekter Ort für ein Picknick. Ich hole die Sandwiches. Ja, ist nur noch ein Bluetooth übrig und 3 Winde. Jetzt rutsche ich einfach hier aus und stirb. So endet das Abenteuer des Würmdrachen, Würmgotts. Dann seit dieser Schlachtschmecken. Ey, jo, was geht? So, beim nächsten Mal werden wir aber natürlich erstmal wieder hier eine Nebenquest machen, würde ich sagen. Mit dem Level war ja ganz schön krass, ne? Ich muss mir aber, ich sollte mir wahrscheinlich irgendwie mal in der nächsten Quest Zephyr? Oh nein, das ist nur Celestia. Oh, kein Kommentar dazu. Lahm. Was? Achso, die Dinger hier, ne? Ja. Weiß ich, hierfür haben die extra irgendwie so einen Ort, ne? So ein Kommentar, ne? Ja, dieser Ort heiß ist, ne? Aber kein Kommentar darüber irgendwie, weil die gegen Doppelgänger gekämpft haben. Weiß nicht, was ließ sie sich hier gut verkaufen? Was ist das Blaue da? Was ist das blaue Licht da? Das ist einfach nur hier. Ja. Dieser Teleportationspunkt, ne? Von dem ich aus weitermachen kann, ne? Ja. Ich dachte, ich habe irgendwie was Geheimes da gefunden. Ne, okay. Na gut, dann weiter. So, erstmal gucken auf der Weltkarte. Was sich da getan hat. Oh, Cutscene. まだ生きていたの?致命傷の痛みを少しでも多く味わいたくてね。なぜこいつは一緒に一度しか味わえねえ。哀れんでとどめでも刺されたら最悪だからな。それで死んだふりしてたの?最後まで趣味が悪いわね。なぜ? 言ったじゃない。最後くらいは綺麗さっぱり。嘘はいい。俺には本当のことを言え。ソンブル様への仕返しよ。私はここで死ぬというのに、あの方だけ夢が叶うだなんて悔しいじゃない。龍門が壊されたことに気づいて、私が死んだことを。 思い知ればいいわ。そうしたいと思うほど、ソンブル様が好きだったのか。あの方が欲しかったんじゃない。ソンブル様の子が欲しかったの。私はずっと家族が欲しかった。
私だけ愛してくれる人が欲しかった。シクは家族だって、あの言葉本気だったわ。あの頃が一番楽しかった。私とグリとマロンとモーグでベイル様とソンブル様をお守りして。だがそれはもう戻らない。守りたかったなら壊すの。諦めるならもっと早く諦めろ。そうしたら俺も死ななくて済んだってのに。あなただけあちら側に行けばよかったじゃない。So, das ist also irgendwie so eine Anspielung an DLC sein. Also ist gerade passiert. Das war ein bisschen unerwartet bittersüß. Okay. Ja. Am besten noch so kurz vor dir abnippeln hier ein bisschen Charakter reinpacken, ne? Besser als gar nicht, ne? 24 sind der Bergregion. Das ist nicht unter Wasser. Nach dem versunkenen Drachensiegel. Okay, sieht aus wie Eis. Okay. Das war wirklich genau das, was ich gedacht habe, was hier auch eine spielbare Level ist am Anfang. Okay. Und wir machen beim nächsten Mal erstmal die Blub. Die nächste Nebenquest weiter, ne? Thumbnail, da. Okay, das ist gerade passiert. Also haben alle den, also alle hatten mehr oder weniger so ein halbwegs, also ich würde jetzt nicht sagen Happy Ending, aber alle haben irgendwie, eigentlich hat ist Mani die einzige, die irgendwie am kürzesten gezogen hat, ne? Sie wurde einfach abgemetzelt. Mauvier ist wieder mit seiner mit der Person zusammen, die er gedient hat, ne? Die beiden sind gestorben, aber haben am Ende noch irgendwie das bekommen, was sie haben wollten. Normal, die wurde unfair einfach abgeschlachtet. Ja, schon ein bisschen krass. Boah, bin ich baff. Nächste Ziel ist Dämonenabtor. Ich hoffe, sie für jetzt kein wird hilfreich sein. Immer noch mit einigen Leuten, die mal einziges Artiges zu sagen haben. Ich sehe gerade, hier gibt es neue Sachen so zum
kaufen und so. Ich nehme mal auf, ihr wird auch irgendwas sagen, wenn er irgendwo hier wäre, aber irgendwie ist er nicht mehr hier. Es ist immer noch dunkel. Na, wie geht's der Welt? Okay. Also sie wird jetzt irgendwie den letzten Kampf irgendwie so reflektieren, was passiert ist. So, neue Karte. Ich nehme an, diese Lava-Karte, ne? Das mal hier mitnehmen. So, es gibt neue Sachen zum Kaufen. Habe ich gesehen. Laden, Arsenal, alter Brunnen. Okay, das ist halt. Gibt es denn ja noch Neues? Ich hatte schon Silberwaffen oder sowas. Silberklinge. Was sind ja neue Kriegerwaffen vielleicht? Sind die neu? Ja, vielleicht kann man jetzt Silberwaffen unendlich kaufen. Ne? Also Ausrüstung brauche ich eigentlich gar nichts mehr. Ich habe schon lange nichts mehr gekauft. So, nein, Antivirus, geh weg. Ich sehe nichts. Ah, diese alle diese schönen Dinger, die ich alle nicht benutzen werde. Ich sage jetzt nicht, was da neu war. Ich nehme an, die Silberwaffen kann man jetzt irgendwie unendlich mal kaufen. Ne? Ich nehme an, die waren vorher limitiert. Jetzt hier aus. Also nicht. Pflege konnte man schon unendlich mal kaufen. Ich weiß nicht, was hier neu ist. Das sah jetzt nicht aus, als wäre irgendwie was Neues. Nur halt einige Sachen, die man jetzt irgendwie öfter kaufen kann, ne? So, ich muss zum Flohmarkt ganz kurz. Flohmarkt. Ich bin blind. Ja, mein Gott. So, was haben wir hier? Eine neue Angel oder irgendwie so. So, aber die Sachen wurden nachgefüllt. Oh, hey, ich kann jetzt Sachen unendlich mal kaufen. Oder konnte ich die schon vorher? Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich konnte die schon vorher unendlich mal kaufen. So, fällt mir gerade ein. Sofort. Da sind bestimmt eine Menge, ja. Ja, guck mal hier. Nutzen das ja. Okay. So hätte es sein können, ne? Das ist irgendwie gerade voll passend. それはずいぶんと前の話だな。偵察に出ていた私はイルシオンのジーブル校で異形兵が集まっているのを見かけたわ。放っておけないから突っ込んでいっちゃったの。 偵察だから短期だったし、今思うとただの無謀ね。数で押し切られ始めて、まずいと思った時には手遅れ。離脱することもかなわなくて、死を覚悟したわ。その時、一人の男が飛び出してきて、私をかばって戦い始めたのよ。それって今も覚えてるわ、その時の言葉。 こういう時は逃げるんだよ。痛い目に会いたいのかって。ああ。やっぱ言えなさんかい。懐かしい。すっかり忘れてたぜ。今も不思議なの。あなた怖がりなのに、どうして助けに来てくれたのかしら。俺が行けば助けを願っている誰かを救えるかもしれないと思ったからだ。幼い頃、俺は周りにひどい目に遭わされたが、 誰も助けちゃくれなかった。誰かに来てほしいと願い続け、ついに叶わなかった。その苦しみを知っているからこそ、あの時助けに行かないなんてありえなかったんだよ。少なくともその時の俺にとっては。嬉しかったわ。絶望の中に突然光が差したのだもの。そんないいものか。言われて悪い気はしないけどな。
花から勝てる気はしてなかったから一緒に逃げるつもり満々だったし、おかげで私は九死に一生を得たわ。何より見つけたと思ったのよ、背中を預けられる仲間を。だからその場で私たちの元に来ないか誘ったの。リトスの地で共に戦わないかってグレゴリー言ったら誘いを怖がって慌てて断り続けていたわよね。結果押し切られたかな。よく俺なんかに声かけたよな。何者かもわからない初対面だぜ。あの状況で助けに来てくれる人なんて信頼できるに決まっているでしょ。知らない誰かのために命を懸けられる人がいる、それは私にとって希望になったのよ。そうか、じゃああの日が俺の決意の日、本当の始まりの日だったのか。そういうこと。あなたが逃げてなんていないって思い出したかしら。Ah, so ein junger Gregory. Oh, wer ist das denn im Hintergrund? Rennen weg, die machen uns alle fertig. Ah! Die werden uns alle umbringen. Madeline, 昔話の続きをしましょう。あなたがモーブに出会ったのは、確かあなたが故郷にいた時よね。はい。私が両親を失ったばかりで、異形兵から故郷の町を守っていた頃です。あの日は今までにない異形兵の大軍が町に襲いかかりました。火を放たれ、人々は蹂躙され、私自身も異形兵に囲まれて死を覚悟しました。そこに偶然一機の援軍が現れたのです。それがモーブね。彼は邪竜の軍勢の旗や装備を携えていたので、最初は敵かと思いました。ですが目の前の異形兵をなぎ倒し、私を助けてくれた時、目を見た時にこの人は仲間であると確信したのです。そして一人助けられたあなたは、モーブと共に私たちのところにやってきた。あの時のあなたは両親も故郷もなくして心配になってしまうぐらいに沈んでいたわね。今から思えばお恥ずかしいことです。リトスにハッセサンジルまでの記憶も曖昧で、モーブがいなければ道中で何度死んでいたことか。それでもあなたは頑張ったわ。今では見違えるように強くなった。皆が稽古をつけてくれたおかげです。特にモーブからは多くの技を学びました。きっと拾った責任を感じてくれていたのでしょう。多くの時間を私の鍛錬に費やしてくれて、こう思うと何度命を救われたか分かりません。あの砂漠の神殿でも、ええ、私はモーブに何も返せませんでした。あの人からはたくさんのものをもらったというのに。あなただってモーブにかけがえのないものを与えたわ。モーブはいつも言っていたもの、俺はマデリーンを見つけられて幸せだって。え、幸せ？本当にモーブが？ええ、だから自信を持って。あなたもモーブの幸せで支えだった。きっと成長を見守るのが嬉しかった。Support ist ganz schön lang. Ich meine, das sind B-Supports, aber. Masaka, koko de Oyako no Hanashi ni modoru to wa. Demo. So desu ka. Sono kotoba wa. Nani yori no homare desu. Oshiete kurete arigatou gozaimasu. Kitto Mobu wa ima mo anata o mimamotte iru wa.ならばそれに恥じぬ騎士になるよう一層精進せねばなりません。次はあなたの話も聞かせてくださいね、セレスティア。Was sind diese ganzen herzerwärmenden Support? Mal wieder, ey. Vor allem noch so eine Cutscene vorhin. セレスティアは。Okay.友達を増やしてみるのはどうでしょうか。Okay, die Musik ist ein bisschen stimmungsvoller.
私以外のものにも興味を持ち、交流を深めて、見識を広げてみることも大切ですよ。かしこまりました。その命に必ずや答えてみせましょう。え、これは命令ではなく、エル様にお喜びいただくためでしたら、このセレスティア、お友達を100人作ってみせますわ。あら。セレスティア、泣いているのですか？申し訳ございません。私は友達作りに失敗してしまいました。一体何があったというのです？わからないんです。最初はいろいろな人に声をかけて回ったのですが、今ディーノスドーフ von dem an 驚いて逃げていく方ばかりで、中にはそうでない人もいたのですけれど、セピアがどうだの、シクがどうだの、私にわからないことばかり話題にしてきて、どうにも会話が気持ちなくなってしまう。友達になってほしいと切り出せなかったんです。きっと私が竜族であることが原因かと。やはり人と竜は相入れない存在なのでしょうか？そのようなことはありません。Wer ist denn bitte schön dieser Celeste? Sephia. 深い絆でつながることができます。神竜様が証明してくれている。And what the heck is even that? あなただって神竜様と同じように多くの人と絆を紡いでいけるはずですよ。そうですよね。でも不安だというのなら、私も一緒に行きましょう。エル様が？様とお出かけ、嬉しいです。よかった。次は頑張ってみましょう。はい。Okay, okay. Good. Done. Brunnen. Mein Gott. Ja, Turm der Prüfung. Ich nehme an, das ist jetzt wieder nicht so interessant. Gehe ich sowieso. Ich bin da noch nie reingegangen. Noch nie was gemacht. Ich glaube, da kann man auch Erfahrungspunkte kriegen. Irgendwie, ich weiß es nicht. Das ist übrigens das nächste Kapitel. Ich vergesse dann immer nachzugucken vorher. Erinnerungen. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwarten könnte. Ein Eisenschwert. Boah. Das war ein Reinfall. Der Bodengott war nicht besänftigt mit meinen Taten heute. Nee, nicht Ringkammer. Mein Zimmer. Guck mal, wir haben noch 4 Bandgespräche, 4 Stück. Hier gucken wir uns auch noch an. Die Charaktere haben wir sogar alle benutzt heute. Stimmt, wir hatten ja 14 Charaktere. 14 Charaktere. Von daher ist klar. Ich alle Charaktere benutzen konnte. Und soll ich dann jetzt immer 14 Charaktere? Nee, ich mache jetzt mal 12, ne? Man, da war irgendwie so ein kleiner, eine kleine Ausnahme oder so, ne? So, Vale habe ich mit Mikaya trainieren lassen, genau. Hat sie ja mitgenommen heute. Mikaya. Verbunden mit irgendjemand habe ich gar nicht gemacht. Dakara, ich soll nicht attackieren. Mochila, Mochila, Bale, Amo, Matastachino, Nakamanan, Dakara. Bis zum nächsten Mal sollte ich vielleicht mal einige Charaktere von den Königshäusern hier trainieren. Ja, so Diamant, Alfred und so, ne? Mikaya, die auch mal eher nachholen. Das ist ja die Hauptcharakter eigentlich. Wo jetzt in diesem Kapitel mehr Vale der Hauptcharakter war. Neben meinem Hauptcharakter. So, ne? Watashitachimo, futsuno kyoudai dewa nai no da keredo. Ano ko no tame ni nan demo ganbareru youna sonna sonzai yo. Hat sie irgendwann jemals mal Sof erwähnt, also den Namen von ihnen? Sie erwähnt immer nur ihren Bruder, ne? Hat sie jemals Sof gesagt? Nee, ne? Sote.
Ja, ich glaube, ich habe neue Bandgespräche auch freigeschaltet, ne? Ich will auch mal angucken. Lukina-dono. Ore ni kizukai wa muyou desu. Sore yori, Beiru-sama wo kizukatte sashiagete kudasai. Mochiron. Beiru no koto wa kini kakete imasu ga. Watashi wa anata no koto mo shinpai nan desu yo. Mobu. So, und dann noch Pandreo mit Corin. Dann war es das schon. Kamui-sama no seishin-ryoku wa daitasu no ningen ga tashitei nai kyouchi ni irasshyaru. Sonkei no ii wo hyoushimasu yo. Good job. Sonna tashou keiken wo tsunda to iu dake de mada mada desu yo. Sonna ni agamenai de kudasai. Hm. Okay, dann. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben einige Bandgespräche hier vorgestellt. Ja. So, Arang mit Sigurd. Heiwa no tame ni tatakau shiyoku no kokorozashi. Migoto na mono da na. Kimi tachi no sugata kara wa manabu koto ga ooku aru. Arigatou. Mobu ga tsukutta shiyoku wa watashi tachi no ibasho demo aru kara. 大切にしているわ。何があっても絆は消えないわ。誓いは4枚のままよ。君との絆が生まれ、共に戦えることを誇りに思うよ。私も全力を持ってこの戦を終わらせると誓おう。4節。 Verlängert oder verringert? Verlängert, ne? So, Veronika. Seadasu wa odoriko nano ne. Anata o mite iru to. Asuka no ei. Finde Designs klasse. Flügel am Rücken, kurze Haare. Eiyu tachi no butoukai to wa hanabanashi. Sieht besser aus als ihre längere Haarversion. Kono me de mite mitai mono da yo. Also irgendwie die Urversion ist, ich habe mich da gar nicht drum informiert. Ich weiß nur, dass sie jetzt so aussieht, anscheinend. So, dann Ivy und Cabella. Die DLC-Charaktere. Kamigoとはゆっくり話してみたいと思っていたの。国の第一王者という同じ立場のあなたと。嬉しいわ。私たち通じ合うところがありそうね。たくさんお話ししましょう、アイビー王女。 Fähigkeiten erbe. Ja, weiß nicht, ob ich das jemals machen werde. Okay, dann werde ich wieder meine Runden drehen hier im Somniel und dann gucken wir mal, was uns in der Quest von Marv hier erwartet. Das müsste dann die letzte Emblem-Quest sein. Außer ich nehme jetzt, ich würde jetzt einfach mal ran. Die andere Nebenquest, die wir haben, ist irgendwie ein Emblem Quest für meinen Hauptcharakter, weil er jetzt auch ein Emblem ist, ne? So würde ich das jetzt jedenfalls raten, ne? Aber ich weiß nicht, ne? Und dann ja, weil ich sagen werde, schon wieder einige Charaktere vorbereitet haben. Meine Charaktere hier, also meine ganzen, hat irgendjemand schon grüne Werte? Nein, 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 nein. Niemand. Ja, Butcher und er hat schon Verteidigung. Er hat auch schon Verteidigung. Noch niemanden Wert maximiert hier. Gibt es nicht. 186 Rohr. Ob der noch die 200 erreicht? Ich weiß nicht. War eher nicht. Ne? Da müssen ja 14 Werte dann sein. Ah, gut. Also, ich werde dann ja einige Charaktere definitiv auf der Bank packen. Ne? So, weiß nicht. Gregory, Celestia kann erst mal Pause machen, ne, weil die ja gerade ihre Dings kaputt gehauen haben, ihre bösen Versionen, ne? Dass die vier Wände können erstmal Pause machen, Nell und Raphael können Pause machen, je nachdem gegen wen wir kämpfen im nächsten Kapitel. Wir werden wahrscheinlich gegen Sombron und ja gegen Sombron einige Dingens haben. Wow, sie ist sehr viel stärker als er, sehe ich gerade. Ja, mehr Verteidigung und Stärke, sie hat als andere voll ausgeglichen.
Und ja, dann werde ich ja sehen, ne? Vielleicht sollte ich auch irgendwie ins nächste Kapitel schon mal reinschnuppern, ne? Natürlich on screen, damit ich halt mal sehen kann, wen ich vorbereiten sollte oder so. Aber mal schauen, ne? Ah, lass mal das. Wird schon irgendwie klappen, wenn ich natürlich spontan irgendwie Charaktere aussuchen oder ich mache dann schnell und mache dann nochmal, keine Ahnung. Mal schauen. Wird schon klappen, ne? Wird da nicht mehr so viel übrig sein. Aber ich muss mir sowieso noch keine Gedanken darüber machen, weil ich sowieso jetzt erstmal Marvs Quest danach mache. Von daher ist das sowieso egal erstmal. Gut, aber ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wird den Kanal sehr weiterhelfen und mich voll freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Was habe ich gerade gedrückt? Ich meinen Controller gerade hier so hingelegt. Irgendwas gedrückt. Egal. Ciao. Bye. Ich bin weg.